Das ist Luca, er kommt aus Ägypten. Ich bin Anoschka, ich bin Deutsche. Wir haben uns 2014 in Tübingen kennengelernt. Wir leben in Deutschland und zeigen euch unser Leben hier. Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hatte ein anstrengendes Wochenende hinter mir. Und zwar hatten wir die Kleintierschau von unserem Verein in Gärtringen. Und da muss man immer aufbauen, die Käfige, die Tiere dann dorthin bringen, alles schön herrichten, dekorieren. Und während der Schau muss man natürlich auch was in der Küche machen oder bedienen, je nachdem, für was man sich einträgt. Und anschließend werden ja die Tiere wieder in den Stall gebracht und das muss alles aufgeräumt werden. Das heißt, es ist recht anstrengend, aber ich hoffe, dass es den Gästen natürlich gefallen hat. Ich war für die Deko zuständig. Ich habe Schilf genommen und ein paar Sachen aus meinem Garten und die Sonnenblumen habe ich beim Blumenfeld gekauft, weil das hatte ich keine eigenen. Und für die Tische habe ich Wildblumen genommen, die habe ich einfach gepflückt. Da habe ich vorher geguckt, wo hat es viele und da habe ich dann gepflückt und da haben wir dann Sträuße zusammengestellt. Das habe ich gemacht und dann klar noch in der Küche geholfen und bei den anderen Sachen. Von daher bin ich etwas müde und werde heute ein bisschen ausruhen oder mal schauen, was ich so mache. Zu Hause habe ich schon sauber gemacht und nachher werde ich noch einkaufen und dann mal schauen, was heute sonst noch so ansteht. Also ich habe frei, muss nicht arbeiten, das ist schon mal gut. Luca muss arbeiten. Aber ja, sonst ist es gut. Das ist jetzt vom Wochenende von der Jungtierschau. Dann habe ich noch einen gemütlichen Spaziergang gemacht. Da nehme ich euch auch mit und das war mein Tag und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Salam!